immer deutsche Welle, die gingen dann nach England. Ja. Haben sie sich eingekauft. Und dann. Dann gab es ja von unserer Station in Jülich. Also Deutschland hat drei Stationen, kurz bei der Station gehabt. Jülich, das war so die erste Station. Nauen, das war ja zu der damaligen Zeit im Osten. Und Wartachtal hat man reingebaut in 1972. Dann hat man Jülich verkauft, das war ja, vielleicht Anfang 2000 so die Richtung. Hat man Jülich verkauft nach England und die Engländer haben es dann auch wieder verkauft. Und Jülich haben wir abgebaut vor 5, 6, 7 Jahren. Aber das Ganze gleich abgebaut, auch die Antennen alle niedergemacht. Und da war ich dabei bei dem Rückbau. Und in Holland oben bei Amsterdam, da gab es eine Station, auch kurz bei Flevo. Flevo, genau. Und da habe ich den Abbau mitgeleitet. Und jetzt bin ich da beim Leiten. Also warum wird denn das abgebaut? Das würde mich immer interessieren. Bitte? Warum wird das eigentlich abgebaut? Weil es nicht mehr wirtschaftlich ist, sagt unsere Geschäftsleiter. Aber es war schön, immer die deutsche Welle zu hören auf. Ja, okay, die deutsche Welle ist aber schon lange weg bei uns. Ja, und die letzte. Warum hat man das aufgegeben? Das war eine politische Sache, dass sie weggegangen sind. Also von der Technik her, mit der Techniker von der deutschen Welle, auf der Technikseite, unsere Technikseite, wir waren uns alle einig, dass wir weiterhin zusammenarbeiten. Aber dann die Buchhaltungsseite, politische Seite, die wollte was anderes. Was gibt es dann als Ersatz? Also wenn ein Ausland ist, will man ja deutsche Sender Die machen jetzt wieder was Deutsche, weil die Deutsche Welle macht jetzt von nahen aus. Seit Neuestem. Kurz auf Deutsch? Ja. Nicht auf Deutsch? Wie lange? Nö, nicht auf Deutsch. In Deutschland nicht auf Deutsch. Deutsche Sender gibt es. Wie lange hat die Deutsche Welle noch gesendet? Das war vielleicht bis Ende der 80er Jahre. Na, ich glaube schon unter 90er Jahre. Ja, das haben schon relativ lang. Also von der Kurzwelle verabschiedet haben sie sich vor 5 Jahren etwa, die Deutsche Welle. Ne? Ja. Also die 6075 ist abgeschaltet worden damals. Die ist ja dann von Wufferten aus Kempten. Ich habe noch einen Mitschnitt, was er hat. Ja. Da haben wir große Kunden gehabt dann. Holland war bei uns gut im Geschäft, nachdem Holland geschlossen hat, war positiv für uns. Dann hat Ungarn geschlossen, war positiv auch für uns. Haben die Programme von der Ungarn übernommen, von der Armee die Programme übernommen war auch super. Dann der Tom, der Kirchensender von der Armee, war auch top. Aber nachdem er den Weltuntergang verursacht hat. Und der nicht kam. Er hat sich jetzt das deutsche Ausgabe gehabt und dann. Ja. Und er hat nichts mehr gehabt. Er hat kein Geld mehr gehabt, vielleicht. Bin ja mal. Auf jeden Fall hat er seinen Betrieb dann bei uns eingestellt. Geld hat er keinen Skatzahler. Der Vertrag wäre zwar länger gelaufen, aber. Wer ist denn das? Was ist der Vertrag? Wenn man Geld bekommt. Von wem reden wir zwar? Vom Amerika. Achso, ja, okay. Ich sag dann zum Schluss die 7 Minuten gekostet. Eine Stunde. Das ging nach Leistung. Also da war eigentlich mit 100 Kilowatt Leistung, lag ich glaube ich ungefähr bei 100 Euro. Bei 500 Kilowatt lag man bei 300 Euro. Also wenn ich das vergleiche zu der Zeit, wo Deutsche Welle ist, war eine Sendestunde lag da bei 800 Mark bis 1000 Mark. Wie kam das? War das einfach vertraglich so geregelt, dass das so viel war? Da war dann eine gewisse Subvention auch wahrscheinlich Bund zu Bund, ne? Weil Deutsche Welle ist Bund und Telekom oder Post war Bund. Ja, das kostet also die Verträge auf dem Vertrag, was dann die Deutsche Welle gemacht hat mit Nauen, nachdem man Nauen nach der Grenzöffnung ja
komplett neu aufgebaut hat. Ja. Sie haben ja einen Top-Vertrag gehabt mit der Deutschen Welle. Mhm. Wie viel hat denn die ganze Anlage mal gekostet? Wissen Sie das? Ich weiß nicht. Wie viel kostet der Abbau? Also ich habe die Zahlen noch mal nicht Gedanken zu verraten. Sonst wäre es unter Boden. Sonst wäre es unter Boden. Stell dir vor. Glaubt, das waren auch die Neukosten damals in D-Mark. Ich meine 10, 12 Millionen. Das Sender hat kostet damals so 500 Kilowatt Sender, also wenn es mir nicht enttäuscht. Ca. 2 Millionen. D-Mark. Ja. Aber die Antennen. Der neue Sender kostet, wir haben vor 10 Jahren den neuen Sender aufgebaut. Ja. Mit Telefunken und Ritz. Was ist Ritz, sagt das auf jeden Fall? Radioindustrie, sagt das. Also Sendetechnik Firma in Kroatien. Kroatien, sagt das. Ich bin auch bei 2 Millionen. So jetzt mit, auch? Ja, mit der ganzen in Euro jetzt. Ja, das waren aber dann schon DRM-taugliche Sender, also modernster Bau auch. Ne? Wobei unsere BDM-Sender auch alle DRM-taugliche sind. Die haben wir alle soweit nachgerüstet. Versuchssendungen für RTL, für andere Veranstaltungen haben wir gemacht. Ja. Aber es gab keine Hörer, es gab keine Geräte. Es gab keine Geräte. Okay, gehen wir mal weiter, oder? Ja. Ist noch vielleicht bei den